Weil wir hatten es vor 2 Jahren. Das darf man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind wieder da, wir sind wieder hier und ich freue mich ganz besonders, hier mit euch zusammen eine kleine Aktion zu machen. Und ihr seht hier drüben auf der Seite 5 Auktionspreise. Noch nicht ganz 5, wir sind noch bei 2. Da stehen die anderen, okay. Wir haben einmal ein wundervolles Bild von Bruno Apitz, den ich auch gleich dann mal nach vorne bitte, weil es ein guter Kollege von mir ist aus dem Schauspielerischen, der mir mal was dazu sagen wird. Was ist für dich der besondere Reiz an mir? Naja, also mir hat es halt gefallen, dass es ein Outdoor-Sport ist. Ich kann einsetzen, was mir gut gefällt, Boxen, Kicken, Ringen, Bodenkampf. Ein sehr individueller Sport, sehr spannend, sehr frei, sehr offen. Und eine Faszination, die mich seit 12 Jahren in den Bann gezogen hat. 12 Jahre. Aus welcher Sport, also Kampfsport, kommst du? Ich habe als kleiner Junge mit Judo angefangen, habe dann Taekwondo gemacht und Kickboxen. Danach rüber ins MMA, bin quasi geboren, um zu kämpfen. Oh, das ist ein guter Satz. Was hast du für die Ladies? Was hast du für Jesse? Ja, super. Ich bin unheimlich stolz auf Jesse. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, es ist eine 34 Jahre alte Frau. Ich bin hier voller Respekt, weil sie hat ihre Zelte in Hamburg abgebrochen, ist runter zu uns nach Giesingen gekommen, hat 6 Wochen lang in einem verschissenen Trailer vor dem Gym gewohnt und hat jeden Tag 2 Mal trainiert. Sie ist in der Nähe angekommen, aber sie hat sich den Arsch aufgerissen und hat sich nicht gewonnen. Absolut, das ist nochmal ganz wichtig, erstmal zu sagen, bitte, ganz herzlichen Dank, bin ich auch diesmal als Trainer, andere Situation oder ist es auch gewohnt? Ja, ist gewohnt, ich mache beides, ich kämpfe viel, wir haben bei uns im Team über 19 Kämpfer, also ich bin fast jedes Wochenende an irgendwelche Preise beteiligt, finde ich, es ist gut für euch arbeiten gehen, ist für mich am Ring stehen. Alles klar, ich danke dir für dieses nette Interview. Peter Schmutter, einen großen Applaus. Was ist das Besondere an Warnemünde? Warnemünde wurde zum ersten Mal erwähnt 1195 nach Christi. 1195 nach Christi ist Warnemünde als Stadt das erste Mal erwähnt worden, und zwar in dänischen Urkunden. Also die Dänen wussten auch, was gut ist. Also bitte lasst den Sand und die Steine liegen. Es ist historisch hier, ja? Nichts bitte. Das wäre sehr schade. Zum Best Interactive Product, zum besten interaktiven Produkt.